das ist mein Freund Keith. Er hat mich die 215 Kilometer von Chicago hierher zum Startpunkt meiner Tour gebracht und macht sich nun auf den Rückweg. Er hat einen Termin. Abends spielt sein Footballteam. Herrschaften, das fängt schon gut an. Jetzt habe ich die dritte Bräune auf. Weiß ich aber noch nicht, was ich jetzt hier wirklich auf Videokamera aufnehme. Jetzt bleibe ich mal optimistisch. Im Hintergrund seht ihr ein Wasser, den Mississippi River. Ich bin im Moment am Startpunkt dieser Tour. Das ist in Savannah in Illinois. Das ist das Savannah ohne H, nicht das in Georgia mit H. Und hier geht der sogenannte Great River Trail los. Das ist eine Fahrradstrecke, also eine geteerte Fahrradroute, die jetzt ca. 150 Kilometer erstmal nach Süden geht. Und das ist so die ersten zwei, maximal drei Etappen, die ich in Angriff nehme. Und alles andere erzähle ich euch dann im Rest von dem und von den nächsten Videos. Güterzüge in den USA sind gefühlte 700 Kilometer lang und fräsen sich als akustisches Inferno durch die stille Landschaft. Endlich! Auf geht's! Tag 2 beginnt so, aber nicht mit mir, nicht mit mir. Ich verlängere einfach um eine weitere Nacht. Der Regenpausentag war eine richtig gute Entscheidung, denn schon am nächsten Tag scheint wieder die Sonne und die Route verläuft immer wieder über längere Zeit direkt am Mississippi River. Hier bei strömendem Regen entlang zu fahren, wäre kompletter Frevel. Murphy's Law kennt wahrscheinlich jeder. Also es ist manchmal wirklich wie im richtigen Leben, fast wie im richtigen Leben. Jetzt habe ich mich da hergesetzt, habe alles schön vorbereitet, es ist wunderbar ruhig, traumhafter Platz direkt am Mississippi River. Habe gerade die Videokamera eingeschaltet, geht ungefähr 100 Meter entfernt ein Rasenmäher an, und zwar so ein Sitzrasenmäher, und die haben ja hier alle Lärm verstärkt. Und der fährt dann langsam daher, ungefähr mit 0,4 km/h. Hat mich an die Szene erinnert aus dem Monty Python Film oder was, Fisch namens Wanda, wo ja immerhin auch John Cleese mitspielt, wo er Straßen, eine Dampfwalze, Verfolgungsjagd macht. Großartig. Und genauso ist mir das jetzt vorgekommen. Fahrt daher, 100 Meter in dem Tempo. Dann ist sie genau vor mir, wo ich mir denke, jetzt ist sie gleich vorbei und dann wird sie ja wieder ruhig. Dann kommt von der anderen Seite ein zweiter Rasenmäher und dann bleiben sie vor mir stehen, weil sie sich unterhalten müssen. Was natürlich nicht einfach ist, weil die Rasenmäher einen Mordslärm machen. Also müssen sie enorm schreien. Absolut genial. Was ich eigentlich sagen wollte, wie ihr seht, das Wetter ist traumhaft, es ist wieder sonnig. Gestern, gleich der zweite Radltag, war ein Pausentag, weil es geregnet hat ohne Ende. Aber jetzt, wie ihr seht, perfekt. Und ich denke mal, dass ich jetzt noch eineinhalb Stunden maximal brauche. Dann habe ich meinen nächsten Zwischenstopp erreicht. Rock Island. Moment,
Molin, nicht Rock Island. Molin und Rock Island sind so wie Alt-Edding und Neu-Edding, aber da muss man einen Unterschied machen. Ich bleibe heute in Alt-Edding stehen und komme noch nicht nach Neu-Edding, also ich bin heute in Molin und erst morgen fahre ich dann durch Rock Island durch. In diesem Sinn, bis später. So, Leute, Pizza. Das war der Tag. Eigentlich nicht so schlimm. Schönes Wetter. Gut in Form. Naja, passabel. Aber Gegenwind. Gegenwind. 60, 65, 67 Kilometer. Relativ strenger Gegenwind. Das mürbt, das zermürbt, das macht mich fix und fertig. Was ich heute geflucht habe gegen den Wind, was vollkommen sinnlos ist. Aber jetzt bin ich da, wo im Delba State Park. Ich bin im Moment der einzige, ich und ungefähr 8 Milliarden Mücken, die sich alle sehr gesellig mit mir versammeln. Autan habe ich mir schon überall, also ich habe mich mehr oder weniger duscht in Autan. Sogar die Augen habe ich mir eingerimmt mit Autan. Aber wahrscheinlich werden sie mir trotzdem stechen, ungefähr 800 Mal, ist egal. Ich bin da, ich bewege mich heute keinen Meter mehr, weil morgen habe ich knapp 90, 95 Kilometer mit Gegenwind wieder vor mir. Und da brauche ich jetzt eine ruhige Nacht und Nerven sammeln. Aber da hilft natürlich, ich weiß nicht, ob man es lesen kann, Scheiner Oktoberfestbier hilft sehr. Und anschließend werde ich schauen, ob ich es zeit noch aufbauen kann. Es ist jetzt das dritte kleine Bier, also was insgesamt dann ungefähr eineinhalb halbe deutschen Biers ergibt. Aber ich gehe mal davon aus, dass ich das zeit noch hinkriege. Ich melde mich dann wieder. Okay, das hat soweit problemlos geklappt. Mal abgesehen von den Moskitos. Mein letztes Zelt 2014 wog 5,3 Kilo. Das hier nur noch 900 Gramm. Ich wiederum habe seit 2014, aber lassen wir das. Ich genieße einen ruhigen Nachmittag im idyllischen State Park und freue mich auf den nächsten Tag. Sonne ist angesagt. Um 5 Uhr morgens weckt mich dieses Geräusch. Großartig. Im Regen Zelt abbauen und Rad reisefertig machen. Super. Im nahegelegenen Ort frühstücke ich im einzigen Restaurant namens Mama's Place. Hier scheint für Gäste die 100er-Regel zu gelten. Mindestens 100 Jahre alt, mindestens 100 Kilo schwer und mindestens 100 Kalorien pro Bissen. Nach rund 50 Regenkilometern reicht es nicht nur mir, sondern auch dem Himmel und die Sonne setzt sich wieder durch. Bilder des Tages.